So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die neuen Starter und Booster gemacht. Anfragen habe ich schon angenommen. Ja, ich bin gerade etwas verplant. Es ist mal wieder Dienstagabend und ihr wisst ja, Dienstagabend ist immer so mein verplanter Tag, an dem ich eigentlich keine Ahnung habe, was so wirklich abgeht. Ich habe auch kein neues Deck gebastelt. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob ich mein... Nee, Next habe ich nicht verändert. Genau, ich wollte es nämlich klonen und verändern. Und dann habe ich festgestellt, dass mir einfach noch zu viele Karten fehlen. Also habe ich es nicht verändert. Ich komme auch in der letzten Zeit nicht so viel zum Spielen, muss ich leider sagen. Hier gibt es ein Celebi mit verschiedenen Boostern. Ich glaube, das werde ich mir kaufen. Und das machen wir dann einfach heute mal am Anfang des Partes auf. So, das hier ist ein Celebi mit... Ach, was war das? Egal, mit irgendwas Stopp. Sprung durch die Zeit, wenn dann dieses Pokémon kampffähig wird, wirf eine Münze bei Kopf, mische dieses Pokémon und all daran angelegten Karten zurück in dein Deck. Dein Gegner darf dafür keine Preiskarte nehmen. Okay, das ist gar nicht mal so übel. Lege eine Schadensmarke auf jedes Pokémon deines Gegners. Sehr gut, das macht aber auch dafür nicht so viel Schaden. Gut, aber die Booster machen wir heute auf. Ihr seht ja auch an meiner Ladder, dass ich da nicht so wirklich weiterkomme. Weil ich ja nicht zum Spielen komme, weil ich ja viele Projekte habe derzeit und dann auch sehr viel privat zu tun habe wegen Uni. Da muss ich derzeit extrem viel unternehmen. Also was heißt unternehmen? Ich muss sehr viel arbeiten und sehr viel in der Uni sein und ja. Dann habe ich ja auch noch privat so ein bisschen was zu tun. Hab ja auch noch sowas wie Freunde. Hin und wieder mal. Kommt vor. Ja, während das hier mal wieder lädt ohne Ende, ich weiß gar nicht warum. Ja, immerhin ein bisschen. Es gibt ja öfter mal so diese sinnbildliche Frage, wenn du dein Leben nochmal leben würdest, würdest du irgendwas anders machen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, der, ich bereue nichts. Weil wenn ich irgendwas bereuen würde, würde es bedeuten, dass ich irgendwas wirklich an mir verändern würde und ich finde mich eigentlich ganz okay, so wie ich bin. So, weil wenn ich irgendwas anders machen würde, wäre ich nicht so geworden, wie ich bin. Und ich finde, ich möchte so sein, wie ich bin. Oh, jetzt haben wir hier eine ganze Menge zum Durchgucken. Ich gehe mit dem Thema gleich weiter. Lege eine beliebige Stadionkarte im Spiel auf den Ablagestapel. Ja gut, und der Aquaknarre ist jetzt nicht so toll, das Remoraid. Ein Dodo. Ein Dragosso mit launischer Tackle ist stark, aber halt 50% Chance, dass es gar nicht ist. Das kennen wir, glaube ich, schon. Milzer. Schlingelschmaus. Komische Attacke. Und Drachenklau, es macht halt nicht viel Schaden, dieses Viech. Also es braucht viel Energie, um überhaupt Schaden zu machen. Jeder Spieler mischt seine Handkarten zurück in sein Deck und zieht 4 Karten. Das ist so ein bisschen N-like. Das heißt, es wird wieder eine N-ähnliche Karte kommen, die wir auch in unsere Decks integrieren müssen. Und ein Gedankengeschoss mit Psystrahl von Megalon. Stimmt, cool. Ja, ein Sodamark und nur Hafnir, das kennt man ja. Aber wir haben ja noch mehr Booster. Ich gehe die heute im Detail durch. So ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Es lädt wieder länger, das bedeutet, es sind wieder Karten dabei, die wir noch nicht gesehen haben. Mal ganz im Ernst. So, nee, das ist ein anderes Remoraid. Das hat wilder Fluss. Das heißt, man kann dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf der Bank austauschen. Und der Trommelwirbel stört uns wieder. Deswegen mache ich es mal auf. Es ist... kennen wir schon. Snack und Samenbomben braucht auch viel zu viel Energie. Klecks. Naja. Runterdrücken, das kennt man ja von Keifel. Und viele Spuren. Dieser Angriff fügt 10 weitere Schadenspunkte für jedes... Oh... Symbol auf den Rückzugskosten deiner Quiekel, Keifel und Mammutel zu. Das ist gut. Daraus lässt sich garantiert ein sehr, sehr gutes Deck basteln. Magneton, ja. Eins haben wir noch. Und das geht direkt auf. Funkelinduktion. Funkelndes Pokémon, dein... aktives Pokémon ist, verringert sich die Rückzugskosten um 1 für jedes Magnetilo auf deiner Bank. Auch nicht schlecht. So, Dodos haben wir ja inzwischen relativ viele.
Waghalsiger Sturmangriff, ja. Ist okay. Ist okay, wenn man es entwickeln kann, sage ich mal. Poponcho Schutzschild, bei Kopf verhindert das jeglichen Effekt. Ja. Auch nicht so toll. Achso, du bist auch noch. Ja, mit Gleiten und Ruckzuckhieb sind auch keine besonders neuen Attacken. Pompöser Punch, nimm eine zufällige Karte aus der verdeckten Hand deines Gegners und lege sie auf seinem Ablagestapel. Geht. Und ja, das kennt man im Prinzip auch schon. Es ist nichts Besonderes dabei. Schade, ich habe eigentlich auf so ein cooles EX-Pokémon gehofft. Gut, Leute. Aber jetzt spielen wir noch ein bisschen. Ich weiß allerdings nicht, welchem Deck, ehrlich gesagt. Und ein neues bauen möchte ich nicht. Deswegen sage ich einfach mal, wir gehen ins Turnier. Ich weiß, Turniere dauern immer ewig lange. Aber eben ist es hier ein Standard-Turnier und ich spiele hier hauptsächlich Standard. Ich weiß noch nicht, mit welchem Deck ich antreten soll. Ich glaube, ich nehme mal wieder mein Schattenreich. Und wir sind sogar gleich ins Turnier gestartet. Und wir haben einen Vorteil. Was ich nicht wirklich nennen kann, weil er hat ja Faustenergie. Und Kampf-Pokémon machen nun mal Schaden gegen Unlicht. Ja, ich weiß, ihr habt auch schon gesagt, an dieses neue Format müsst ihr euch genauso gewöhnen wie ich. Ich wurde auch gefragt, ob ich es gut oder schlecht finde. Das wurde ich privat hier angeschrieben, da musste ich aber oft, hatte ich nicht mehr die Zeit zu antworten. Zumindest habe ich es erst dann gesehen. Ich persönlich, wie ich das im Video schon verkündet habe, finde das Format gar nicht mal so schlecht. Eigentlich ist es gewöhnungsbedürftig. Also es ist eigentlich ganz gut, aber man muss sich halt dran gewöhnen. Und das ist so ein Punkt, der wahrscheinlich bei den vielen so ein bisschen für Magenverstimmungen sorgt. Dass man sich dran gewöhnen muss. Weil gewöhnen ist ja nicht immer so das, was man am liebsten macht. An irgendwas gewöhnen. Weil gewöhnen bedeutet immer, dass man sich auch von etwas trennen muss, was man kannte. Und das ist immer so ein neues Terrain und da ist der Mensch an sich immer so ein bisschen, ja, voreingenommen, sage ich mal. Ach ja, apropos voreingenommen. Zurück zum Thema von vorhin. Würdest du irgendwas anders machen? Ja, natürlich. Einfach bloß um auf der ganz einfachen Frage auf den Grund zu gehen, was wäre wenn? Es gibt so viele Ereignisse in meinem Leben und ich denke mal in eurem auch. In denen ihr sagt, ja, ist eigentlich ganz cool gewesen, aber irgendwie, wenn das damals, das würde ich doch da ganz gern nochmal sehen. Was wäre passiert, wenn ich da und da, wenn ich da die Person angesprochen hätte, wenn ich links statt rechts gegangen wäre, hätte ich Stracciatella statt Zitrone genommen? Was wäre passiert? Ich kann es euch nicht sagen. Und es gibt sehr viele Momente in meinem Leben, an denen ich sagen muss, wäre irgendwas anders gewesen, wäre mein Leben komplett anders verlaufen. Ja, wirklich. Ich durfte mir damals meine Schule selber aussuchen, meine Mittelschule. Hätte ich dort eine andere Schule gewählt, wäre ich wahrscheinlich nicht auf dem gleichen Gymnasium gelandet. Nicht mit den gleichen Leuten. Hätte vielleicht kein Abi gemacht, muss man sagen. Vielleicht, weiß ich nicht, hätte vielleicht auch trotzdem Abi gemacht. Aber es wäre doch ein ganz großer Unterschied in meinem Leben gewesen, finde ich. So, und ich nehme mir das Vieh jetzt einfach mal vor, weil dann hole ich mir das andere mit der Jagd. Wenn ich jetzt nur mit 120 Schaden draufhaue, es ist nicht tot, aber es ist so gut wie tot. Ach Gott. Lucario, ja. Ich könnte mir auch Lucario holen. Das wäre vielleicht sogar etwas cleverer. So, wir haben jetzt eigentlich relativ gute Pokémon gezogen. Aber halt keine neue Energie. Energie ist immer so ein Knackpunkt. So, Jagd. Dann jagen wir uns jetzt Lucario. Ich finde auch dieser Sound ist irgendwie ein bisschen komisch. Ah, der kann jetzt natürlich mit 30 Schaden uns direkt hauen. Gefällt mir persönlich jetzt nicht so. Oder er entwickelt sich einfach auf die Mega-Stufe weiter. Ich hätte beinahe Mega-Level gesagt, aber das wäre wieder Digimon. Apropos, ist der schon angelaufen? Oh Gott, ich glaube, ich habe den Digimon-Film verpasst.
Hier lief der nicht am 11.? Der wievielte ist heute? Moment, wo liegt mein Handy? Wo liegt mein Handy? Scheiße, mein Handy liegt, glaube ich, da hinten auf dem Tisch. Da komme ich jetzt nicht dran. Egal. Ja, Leute, ich bin... Viele von euch wissen das. Ich bin totaler Digimon-Fan. Und wehe, ich habe den Digimon-Film verpasst. Naja, ich kann ihn ja immer noch gucken. Und ich werde ihn auch gucken. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Aber jetzt kann ich euch noch erzählen, Spotify hat mich letztens ziemlich verarscht. Also für alle, die es nicht wissen, Spotify zeigt von Leuten, denen man folgt, also deren Musik man gerne hört, von denen zeigt es an, wenn sie ein neues Lied draußen haben. An sich altbekannt, machen andere Anbieter auch, wie zum Beispiel YouTube. Wenn ihr mich abonniert habt, seht ihr, wenn ich ein neues Video hochlade, was ja öfter mal passiert. Auf jeden Fall... Ich habe einen sehr, sehr guten Musiker namens Nate Wants to Battle, ist auch auf YouTube, könnt ihr mal reinhören, dort abonniert und, ja, wie soll ich sagen, ich kriege dort gesagt, wenn eben von ihm ein neues Lied draußen ist. So, gesagt, getan, habe zwei Lieder gesendet bekommen, eins dann vor einer Woche oder so und eins vor zwei Tagen. Habe ich bei beiden gedacht, ja gut, hörst du mal rein. Gut, mal reingehört. Nichts weiter gedacht, weil ich komme auch nur in diese Auswahl, wo ich dann nur dieses Lied sehe. Ich sehe dann nicht noch nebenbei, was der sonst noch gemacht hat, sondern wirklich nur dieses eine Lied. Und ich habe, wie gesagt, ich habe mir nicht sonderlich viel bei gedacht. Und dann habe ich halt das auf random laufen lassen, dass halt zufällig irgendwelche Lieder kommen. Und ja, auf einmal ging eine Musik los, die mir sehr gut bekannt war. Und ich musste wirklich alles stehen und liegen lassen und erstmal aufmerksam zuhören, weil ich dachte, das kann jetzt sein. Das ist das Opening meiner derzeitigen Lieblingsserie, nämlich Willkommen in Gravity Falls. Weil das einfach eine sehr, sehr geniale Serie ist. Und ja, ich dachte echt, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Wie kann das sein? Der hat das nie gemacht. Hatte ich mich aber getäuscht, er hat es sehr wohl gemacht. Spotify hat mich einfach bloß nicht informiert. Das Lied, das mich wirklich interessiert hätte, darüber werde ich kein Stück informiert. Da bin ich auch aus allen Wolken gefallen. Dass ich ausgerechnet darüber dann wieder nicht informiert werde. Hätte ich echt gern mitbekommen. Hätte ich... Und ich habe das auch jetzt rauf und runter gehört, dieses Lied. Das ist auch eine tolle Serie. Der Part wird schon wieder ewig lang, fürchte ich. Aber ich komme ja selber nicht in die Potte. Das kann ich nicht auf meinen Gegner schieben. Ja, das hat er besiegt. Da darf er sich die zwei Preiskarten nehmen, wenn er möchte. War das nicht sonst immer Fernhypnose und nicht Hyperhypnose? Vielleicht haben sie sich gedacht, das ist doch gar nicht so fern. Nehmen wir Hyper. Wir packen einfach alles, was Hyper vorne dran hat, muss gut sein. Hyper, Hyper. Zweifle ich, aber möglich wär's. Und das mit dem Weiterschlafen finde ich auch, ist ein bisschen doof formuliert. Immer noch. Dreimal Kopf, das ist gut. 180 Schaden, weg. Denkt wahrscheinlich, ich cheate, dass das funktioniert hat. Aber wenn ich auf dem Vieh jetzt zumindest nochmal zwei Kopfwürfe kriege, dann ist es tot. Habe ich gewonnen. Und das hat ja nicht wie Regi Eis diesen Effekt, dass es sich da selber schützen kann. Okay. Damit wird's jetzt schwer. Damit wird's echt schwer. Zweimal Kopf zu treffen. Fels in der Brandung, ja. 100 Schaden. Wenn's mich nochmal erwischt, war's das. Außer ich heile und das werde ich natürlich tun. So wie ich mich kenne, werde ich jetzt aber zweimal Zahl werfen. Los, komm, mach Schläfer sein. Nein, einmal Kopf. Zweimal Kopf. Geil. Ich weiß nicht, wie wir das machen, aber wir machen es richtig.
Was bist du? Ein Capoeira. Okay. Kannst du irgendwas? Du kannst Schnellzieher. Okay. Das ist nicht sonderlich stark und ich hab... Oh. Alles cool. Brauchst mir jetzt hier nicht die Ex-Pokémon um die Ohren hauen. Macht er trotzdem, aber muss er gar nicht. Wenn ich Glück habe, habe ich jetzt noch zweimal Kopf. Und dann ist der Kampf vorbei. Ja, die Chance... Naja. Könnt ihr euch ja selber ausrechnen. Wie auch meine Chancen... Oh, er gibt einfach auf. Okay. Das geht natürlich auch. Nee, nicht Freundesanfrage. So. Ihr wisst, wie es läuft. Ich mache einen Cut. Bis gleich. So, Leute. Da sind wir dann auch schon wieder. Mit dem Big Demon. Demon. Big Demon. Mal gucken, wer den Kampf macht. Ich hoffe, wir. Weil das wären natürlich mal wieder schön viele Booster Packs für uns. Also die Welthalle ist natürlich immer noch eins der stärksten. Dass wir das dabei haben, macht so, bringt uns einen echt großen Vorteil. Aber wenn der natürlich hier nicht nur wie ich hier auf ein Thema spielt, sondern wirklich auf eine Strategie, dann haben wir ein Problem. Der letzte, der hat ja auch auf ein Thema gespielt, auf Kampf. Ganz einfach. Ich bin da nicht gut drin, auf Thema zu spielen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist Awesome Kind deutlich die bessere Adresse. Yorkleff, wie hat der den letzten Kampf gewonnen? Also, wahrscheinlich packt er jetzt noch total die Strategie aus und die besten Sachen. Aber... bis jetzt sieht es nicht so aus. Bis jetzt sieht's gut für uns aus. Das heißt, wir kommen ins Finale und das heißt, wir kriegen Booster. So, gucken wir erstmal, ob wir so ein paar Karten kriegen. Ja. Zum Beispiel ein Muss. Oh, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus für uns. Nee, das reicht mir so. Der kann eh noch keine Finsterklinge machen. Und wenn er jetzt nochmal Energie anlegt, am besten doppelfarblos, dann zimmert's rein. Man ja 20 plus, ne? Ja, 20 plus. 20 mal 40 plus dann nochmal 60 machen wir so schon. Also 100 haben wir drin, 120, wenn er noch eine Energie anlegt, ist er nächste Runde tot. Macht er nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Karten auf dem Ablagestapel auch noch nicht, das heißt, wir sind dran. Und dass wir dran sind, ist gut. Sehr, sehr gut. So, was ziehen wir? Ich könnte ihm seine Energie wegnehmen, aber ich glaube, das wäre für uns eher kontraproduktiv. Ja, an sich würde ich ihn trotzdem nächste Runde töten. Ja, vielleicht habe ich mich ja verrechnet und ich hätte ihn töten können, aber nee. Ihm haben echt 10 Schadenspunkte gefehlt. Aber er scheint keine Energie zu haben, das ist gut. Weil die 60 Schaden, wenn ich eine Pokémon hinter Dame heile, ziehe, heile ich die wieder. Das ist nicht das Problem. Warte jetzt einfach mal ab, was er macht. Ah, er hat selber eine Pokémon Center Dame. Okay. Das reicht nicht, um das Vieh am Leben zu halten. Also will ich für ihn hoffen, dass er noch zwei Tränke hat. In dem Fall war das eine ziemliche Verschwendung. Gut, ich starte das schon mal aus, weil das kann man eigentlich auch gut als Angriffskraft dann nehmen. Hier mit Schlagversetzen und Tortur. Mal gucken, vielleicht kriege ich die Energie von dem... Ne, kriege ich nicht. Gut, Unheilsball. Erstes haben wir geschlagen. Und da können wir sogar gleich wieder unser Deck durchwühlen. Parabolladung. Könnt ihr einsetzen. Kriegt er Energie. Der wird es nicht überleben. Ich finde das so lustig. Ich finde das echt lustig. Weil es für uns einfach einfach ist. Weil einfach, einfach, einfach ist. Kennt ihr das, wenn ihr Werbung seht und ihr geht euch einfach nur auf den Keks? Das habe ich ja schon mal gehabt, das Thema.
dass einem Werbung einfach nur nervt. Der Perscheid hat er mal schön in seinem Comic verarbeitet, wo dem einen dann beim Test, wie viel eigentlich ein Mensch an Werbung aushält, dann das Männchen am Ende den Kopf explodieren lassen bei der dritten Werbung. Das ist auch furchtbar. Man kann sich eigentlich gar kein Fernsehen mehr angucken, weil die Werbung so schlecht ist. Und so viel. Das ist unglaublich. Es ist einfach viel, viel mehr Werbung geworden. Und ich meine, klar, ihr guckt bei mir auch Werbung, aber ich muss sagen, wenn ich angucke, wie viel im Fernsehen und auf den Seiten von Fernsehsendern da an Werbung reingehauen wird, da seid ihr auf YouTube doch noch ganz gut bedient mit der Werbung. Also das ist echt furchtbar. Und das Problem ist, ich kann es natürlich auch nicht wegmachen, weil ich möchte ja, dass auf YouTube die Werbung weiterhin läuft. Weil ich möchte ja meine Lieblings-YouTuber unterstützen. Die sollen ja daran was verdienen. Und ich finde das übrigens immer lustig. Ich habe jetzt mal wieder gehört, ich weiß, wie viel du verdienst. Ja, erzähl's mir. Wird wahrscheinlich nicht richtig sein. Weil ich mag das, wenn Leute dann... Ich gebe ja so Rätsel auf, wie, wo wohne ich? Oder ja, wie viel verdiene ich jetzt? Eher weniger, weil... Da wisst ihr, dass ich nichts verdiene oder nicht wirklich was. Und dann finde ich immer so lustig, wenn dann kommt, ja, ich weiß es ganz genau. Und dann ist es komplett daneben. So, Marke, du wohnst in Amsterdam. Ja, das hört man auch an meinem holländischen Dialekt. Big Demo macht ein bisschen schneller. Ich möchte heute noch mit diesem Video fertig werden. Und dann gibt es wieder Werbung dazwischen. Dann verdiene ich da mehr dran, weil die Hälfte der Leute nicht guckt. Verdiene ich dann wieder weniger und bäh. Kennt eigentlich von euch einen guten Horrorfilm? Ich möchte mal wieder Horrorfilme gucken. Das fand ich so lustig, da muss ich jetzt mal ein bisschen über Creepypasta Punch herziehen. Gut, das machen wir jetzt einfach, warten wir kurz. Weil das muss ich noch zu Ende erzählen. Also Creepypasta Punch macht hier jetzt das neue Format. Wie heißt das? Punch Faktor, das Unschlagbare, ja. Der Name, den darüber hätte er noch zweimal nachdenken können, aber das ist mit meinem Ask-Keyword ja auch nicht besser. Auf jeden Fall, mit diesem Format macht er natürlich X-Faktor neu und stellt dort Geschichten vor. Und klar, das ist, der steht vor der Kamera. Das ist schon mal ein Nervositätsfaktor, dann liest er die Geschichten vor. Und da ist das schon ein bisschen schwerer für ihn. Und da fand ich so lustig, da gab es eine Geschichte in seiner ersten Folge, in der eine Frau eben in den Urlaub fährt und dann. Und die ist halt sehr naturverbunden und schläft deswegen im Zelt oder vielleicht in manchen Nächten sogar nur auf dem Boden außerhalb des Zeltes, weil sie es halt schön findet. Es gibt ja so Menschen, die das mögen. Und am Ende stellt sie fest, dass jemand während des Schlafens Bilder mit ihrer Kamera von ihr beim Schlafen in ihrem Bett gemacht hat. Habt ihr den Fehler bemerkt? Ja gut, wenn die Geschichte jetzt länger ist, ist es natürlich ein Fehler, den man nicht so schnell bemerkt. Aber in dieser Kurzfassung bemerkt man ihn dann doch. Sie hatte kein Bett. Habe ich mir gleich gedacht, die Geschichte muss falsch sein. Und ob sie es wirklich war oder nicht, würde ich sagen, guckt ihr beim lieben Creepypasta Punch mal rein. Dann werdet ihr erfahren, ob diese Geschichte wahr oder falsch ist. Ja, ich muss doch meine Kollegen hier auch so ein bisschen promoten. Auch wenn ich eher zu den Kleinen gehöre und der liebe Pasta Punch da doch deutlich größer ist als ich, aber hey. Gehört dazu, man muss auch als Kleiner die Großen promoten. So, und da das hier doch länger dauert, als ich dachte, bis gleich. Und wir gehen in die Finalrunde. Pokémaster Timo vs. Wolf 130. Übrigens muss ich gerade nochmal ansprechen. Ich finde das immer so furchtbar. Der sieht auch furchtbar aus. Wenn jemand tatsächlich zu mir sagt, hey, Wolfbeit. Das ist nämlich mal wieder vorgekommen. Und ich finde das immer so schrecklich, wenn mich jemand Wolfbeit nennt. Weil ich sage doch ganz klar, ich bin Wolf oder Wolf 130 von Wolfbeit AP. Oh, ich heiße nicht Wolfbeit. Aber ich finde es schön, dass ich hier so meinen
meinen kleinen Namen gemacht habe und ich jetzt langsam auch an Bekanntheit gewinne. Und ich möchte mal gucken. Oh Gott. Unser Gegner hat ein Mewtwo. Schlaf, Mewtwo, schlaf. Und wach nie wieder auf. Splitterschuss. Tausche alle Schadens-Pokémon. Oh Gott. Alle Schadensmagen. Wir haben gleich viel Leben. Und einen Splitterschuss. Dieses Mewtwo ist mal wieder, wie das alte Mewtwo übrigens, auch extrem übel. Und das kann für uns ganz schnell böse ausgehen. Und dann noch ein Geisterbund. Ach, danke. Aber es ist aufgewacht. Ein Glück. Was hätten wir nur gemacht, wenn es weiter geschlafen hätte? Schlaf. Hyperhypnose. Bestes Wort. Na, immerhin einmal getroffen. Kannst du nicht eine Unlichtschwäche haben? Ich meine, wir haben eine Psychoresistenz, das ist schon mal gar nicht mal. Ist das ein Fullarten? Mewtwo! Achso, ich hab gerade nur das Maxax gesehen. Das sieht einfach cool aus. Aber ich habe Angst vor ihm. Ja, schlaf. Wach nie wieder auf. So, wenn wir zweimal treffen. Ja? Ja? Ja! Sieg! Tschüss, Mewtwo. Und damit sind zwei Energien, die er angelegt hat, verschwendet gewesen. Und gibt uns natürlich jetzt die Möglichkeit, uns viel, viel stärker zu machen. Weil er kann sich ja jetzt langsam immer schwerer verteidigen, weil die Energie, die er anlegt, meistens verschwendet ist. Beispiel jetzt, ich schläfe fast ein und wenn ich Glück habe, sind drei meiner Münzwürfe Treffer, dann ist er schon tot. Okay, drei sind Fehlschläge, das geht auch. Und es ist wach. Okay, es kann uns austauschen für 10 Schaden. Wenn ich Glück habe, tauscht er auf das, dann kann ich nämlich gerade wieder zurücktauschen. Nee. 30 Schaden. Achso, ich darf auswählen, gut. Dann ist meine Entscheidung relativ einfach. So, Torhaido. Ich weiß nicht, ob ich Torhaido erstmal lassen soll. Ich glaube, ich lasse dieses Tor. Ja, hätte ich vielleicht andersrum machen sollen. Nee, komm. Zweimal Treffer, das kriege ich hin. Nee. Ja. Es ist hier immer so ein Mitgefiebere. Ihr merkt, dass ich fieber hier richtig mit. Aber unser Gegner wird wahrscheinlich Koffer packen dürfen und an uns die Goldtrophäe abgeben. Weil dieses Mewtwo, selbst die Photonenwelle, kann uns nicht wirklich viel Schaden zufügen. Okay, ich pack wieder Torhaido vor. Ich will jetzt natürlich dafür sorgen, dass wir auf keinen Fall noch eine Chance haben. Schlaf. Ich werde aber nicht schaffen. Ich habe jetzt eh eine Runde, in der ich nichts tun kann. Ich kann die Karte ja eh wieder zurückholen, wenn ich will. Das ist ja jetzt nicht die Sache. Nächste Runde tausche ich dann, wenn ich... Sollte ich Energie ziehen, werde ich wieder zurücktauschen. Und dann ist das Vieh erledigt. Ja. Ich habe jetzt 6 Energien dran. Wenn nach 50%-Regel 3 treffen, haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen. Puh. Ach, ich liebe es so, damit zu fiebern und das Glück am Ende entscheiden zu lassen. Ha. Und da hat das Glück auch entschieden, dass wir eben den Goldpokal verdienen. So. Der dich besiegt, doch, das will ich sehen. Ich kenne nur den, der krank ist, der war ja im Livestream dabei. So. Die Booster kommt, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Hier noch die Booster aufzumachen in diesem Part. Vielleicht kriegen wir jetzt das gleiche Mewtwo, was unser Gegner hatte. Eins davon. Nee, aber ein Tornupto, das ist auch cool. Also, Trasseler, Remoray, Flabébé, das Starelli mit Kumpanenruf. Okay, Keifel, Flöte. Ja, ich nenne das Flöte. Das heißt zwar Floette, aber ich nenne das Flöte. Golking, Bronze mit Gegenstoß. Okay, das kann im Notfall richtig stark werden.
und gewaltige Eruption. Lege die 5 obersten Karten eines Decks auf deinen Ablagestapel. Dieser Angriff fügt 80 Schadenspunkte mal der Anzahl abgelegter Energie zu. Dieses Vieh kann richtig übel sein. Und Flammenhacker, lege eine an diese Energie, an dieses Pokémon angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. Anschließend. Ja. Also dieses Tornupto hier ist richtig übel. Da kann sich ein Feuerdeck noch richtig gut machen. Also ich verstehe schon, dass ihr da sagt, die Feuer-Pokémon sind in dieser Meta richtig gut drin. So. Auch das sieht niedlich aus. Findet ihr nicht auch? Guckt so die. Ja, von dir kennen wir es schon. Was, du hast jetzt Nachschlag. Du hast nicht mehr diesen Schmaus, du hast jetzt Nachschlag. Doch. Ich will doch diesen komischen Pinguin da. Leerbrennen, Eisstrahl, das ist sogar ganz okay. Und ja, das kennen wir auch schon. Hier mit der schönen glitzernden Energie. Gut, Leute. Achso, nee, hier haben wir noch was. Wenn ihr hier mit Boostern überschüttet heute. Ja, da sind wieder Karten drin, die ich noch nicht gesehen habe heute. Ich hasse, dass das immer so lang lädt. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Nichts Gutes. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, ihr lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.